Hallo, herzlich willkommen bei Leben mit Krebs, Let's Talk About Cancer. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Abel. Ich hatte die Marie zu Gast. Sie ist 35 und alleinerziehende Mutter einer Tochter und erkrankte vor 2,5 Jahren an einem hormonpositiven Brustkrebs. Wir fokussieren uns in diesem Gespräch aber mehr auf die mentale und ganzheitliche Arbeit und reden über Tools, die während und nach einer Krebstherapie unterstützend wirken. Marie hat Psychologie studiert und setzt ihr Wissen nebenberuflich im Mindcorner um, um anderen Menschen und Krebserkrankten zu helfen. Danke, liebe Marie, für dieses informative Gespräch. Ich wünsche euch viel Inspiration beim Zuhören. Kannst du hallo. Mich hören? Ach, ja. Ja, Marie, hallo. Hallo. Grüß dich. Ich fand es sehr überraschend. Ich war so vorbereitet, auf einmal warst du da. Ich dachte, es dauert noch ein bisschen, weil ich überpünktlich war. Aber ja, umso besser. War mir jetzt, ja genau, erst schien das auch nicht so ganz zu funktionieren, aber jetzt bin ich ja zu dir durchgekommen. Sehr schön. Ja, perfekt. Oh, super, ich freue mich, dass du da bist und meiner Einladung gefolgt bist. Du bist ja eine der wenigen Leute, die ich auch mal einlade, über die ich stolpe auf Instagram. Ach ja, vielen Dank. Dank für die Einladung. Ja, gerne. Du hast postest interessante Sachen. Du hast einen Kanal oder auch, glaube ich, eine Firma, die heißt Mindcorner, gell? Genau, ja. Und um das näher zu erklären, wäre es schön, wenn du deine Geschichte erzählst, was ich mich auch rausgelesen habe, deswegen habe ich dich auch eingeladen. Du bist auch mal an Krebs erkrankt gewesen, gell? Ja. Genau, richtig. Ist auch noch gar nicht so lang bei mir her. Okay. Genau, vor 2,5 Jahren habe ich meine Diagnose bekommen. Mhm. Und ja, irgendwie ja, scheint das einerseits irgendwie schon so lang her und auf der anderen Seite ist es immer noch so präsent, ne? Ja, klar. Das verändert viel im Leben, oder? Alles, ja. Ja. Wirklich einfach alles. Ja. Ja. Und ja, zum einen wünscht man sich natürlich immer so diese Leichtigkeit und so, die davor da war. Auf der anderen Seite habe ich auch ganz viel dadurch so dazu gewonnen, ne? Ja. Und da, genau, auf diese Dinge versuche ich mich immer zu fokussieren, weil mir das einfach irgendwie hilft, so im Jetzt zu sein und die Ängste außen vor zu lassen. Ja, genau. Hast du deine jetzige Tätigkeit, hat sie sich erst herauskristallisiert durch deine Krebserkrankung oder hast du das schon vorher gemacht? Also diesen Blog, den habe ich jetzt erst gestartet, aber ja, es ist eigentlich ganz lustig. Also ich bin zufällig in das Psychologiestudium reingerutscht damals. Mhm. Eigentlich wollte ich soziale Arbeit studieren, aber aus irgendwelchen Gründen hat es damals nicht geklappt. Genau, und ich habe dieses Studium gemacht und fand es auch immer total spannend, aber habe da nie so meine Passion irgendwie so drin gesehen. Mhm. Und genau, und ja, habe dann, als ich meine Diagnose bekommen habe, genau, und so durch diese Therapie gegangen bin, mich immer gefragt, ja, was soll mir das jetzt sagen, ne? So, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben und was mache ich jetzt mit dieser Geschichte, so? Ja. Und irgendwie war so am Anfang der Erkrankung für mich Ernährung so ein ganz großes Thema. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich da selber so meinen Teil zu beitragen kann, zu meiner Heilung. Und dann dachte ich immer, okay, ich muss nochmal mit Ernährung irgendwas machen, ich muss nochmal studieren und keine Ahnung was. Und dabei war es die ganze Zeit so nah und ich konnte es aber nicht sehen und greifen. Und genau, und so während dieser Zeit wurde mir halt auch immer wieder gesagt, so, wie machst du denn das? Wie kannst denn du so mit einem Lächeln so durch diese Chemotherapie und mit so viel Kraft und trotzdem Freude irgendwie so da durchgehen? Mhm. Und ja, und irgendwann hat es dann einfach Klick gemacht und du wusstest warum. Ja, und dann dachte ich mir, okay, ich glaube, das ist anscheinend irgendwie meine Gabe und irgendwie muss ich das wohl weitergeben. Genau, und dann habe ich halt diesen Account eröffnet, diesen Blog und ja, und ja, und meine und, große... Entschuldigung, also erstmal bist du doch aber, glaube ich, schon
vorher ein positiver Typ gewesen, so wie du rüberkommst, oder? So lachst viel und gerne. Ich meine, das kommt ja nicht durch die Erkrankung. Das ist schon mal dein Grundtypus gewesen, oder? Ja, absolut. Genau. Nee, das ist auf jeden Fall. Aber genau, aber das ist, trägt ja so ein bisschen. Bist du? Ja. Worüber ich gestolpert bin, also ich würde sagen, du machst was Mentales, oder? Bist du auch Mentalcoach oder gehst du in die Richtung oder machst du so querbeet? Du hast auch spirituelle Themen. Du hast mal was gepostet von einer, die eigentlich auch so ein bisschen in der spirituell klingt ja, ist ja so ein bisschen mein Thema, aber klingt ja immer so negativ. Aber eine Amerikanerin, die eigentlich ziemlich bekannt ist, da hattest du was gepostet. Und geht das für dich ineinander über oder machst du wirklich nur Mentaltraining oder psychologisches Training oder was machst du? Und arbeitest du auch mit Personen, mit Menschen? Ich mache das Querbeet so, wie es passt und sich gut anfühlt. Ah, intuitiv. Genau. Genau. Und ich arbeite hier in Hamburg in einem Frühförderzentrum und betreue da die Eltern von schwer behinderten und todkranken Kindern und und begleite die auf ihrem Weg. Und da bediene ich mich auch an allen möglichen Tools und gucke, was dann einfach so passt und ja, genau. Das ist ja auch nicht ohne die Arbeit. Also, die hast du auch erst nach deiner Erkrankung angefangen oder war das schon vorher deine Tätigkeit? Ja, das hätte ich auch vorher im Leben nicht tun können. Ah, okay. Da hat mir das Thema Tod einfach viel zu viel Angst gemacht, als dass ich da irgendwie hätte was machen können mit. Und so durch meine Erkrankung habe ich einfach oder musste ich auch einfach einen ganz anderen Zugang dazu finden, um damit zurechtzukommen. Und genau, und mittlerweile fällt mir das auch gar nicht mehr schwer, mit Menschen zu arbeiten, die eben auch da irgendwie von betroffen sind. Ne? Ja, ein wichtiger Ansatz, finde ich. Also das Thema Tod finde ich auch sehr wichtig. Also das ist auch, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe und auch wo ich jetzt wieder gelesen habe in einem Buch, das ist ja auch mit einer der wichtigsten Geschichten der Heilung ist, gell? Weil Angst vorm Tod schürt ja auch eine unheimliche Angst. Wenn man sich aber mit dem Tod versöhnt, auseinandersetzt, nimmt einem das auch Angst und das ist ja auch gut für den Heilungsprozess oder auch wenn man so nach einer Krebserkrankung hat man ja immer so oder haben viele diese Angst vor der Wiedererkrankung. Ja, gell? Ja. Ja, absolut. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wieder mal ist es halt so die Akzeptanz, ne? Die da irgendwie heilungsfördernd ist. Und mit dem Tod ist es genau das Gleiche. Wobei das natürlich auch echt schwierig ist, ne? Ja. Also ich habe lange gebraucht, bis ich da einen guten Zugang zu gefunden habe. Hast du den alleine gefunden oder hat dir jemand, eine Psycho-Onkologin oder irgendjemand dazu dahin geführt, dich dahin geführt oder hast du selber den Zugang dazu gefunden? Nee, den habe ich selber gefunden, indem ich mich einfach so ganz viel auch eher so auf spiritueller Ebene damit befasst habe, so was das eigentlich ist und was danach passieren kann und und habe so ganz viele verschiedene Geschichten gehört und das hat mir irgendwie Mut gemacht und meine Annahme davon, was dann passiert, einfach so bestärkt. Ja. Und das hat einmal geholfen. Dann ist mein Vater ist gestorben und den habe ich in den Tod begleitet. Und das war irgendwie auch so ein, so eine Reise, die einerseits natürlich ganz, ganz schrecklich war und auf der anderen Seite wunderschön, weil wir uns einfach nochmal ganz anders kennenlernen konnten, so in die Tiefe gehen konnten und ich ihn so dabei begleiten konnte, als er so auf die andere Seite gegangen ist. Ne? Ja. Und das, so wie ich das wahrgenommen habe, das war einfach irgendwie so ganz, ganz friedvoll und schön. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie nein, blöd an, aber überhaupt nicht, vor allen Dingen, weil ich habe mein aktuelles Interview, da berichtet eine Partnerin, wie sie ihren Mann begleitet hat von einer Krebskrankheit zum Tod und
die sagt dasselbe. Und wenn du was drüber liest, steht da auch immer dasselbe drin. Und ich verstehe auch diesen spirituellen Ansatz, also weil ich habe den ja auch. Und ich bin ja unheilbar an Krebs erkrankt. Und ich sehe das ja auch so. Das ist ja auch unheimlich. Es gibt ja so einen Frieden irgendwie und so eine Befreiung, weil wir natürlich so groß werden, dass der Tod immer das Böse ist, das Schlechte und was weiß ich immer. Ich meine, wir wollen alle noch leben und genießen das Leben auf Erden, aber wissen es natürlich auch mehr zu schätzen. Aber diese Angst vor dem Tod sollte man auch nehmen, finde ich, oder? Weil genau das hört man immer wieder und auch Leute oder Menschen, die im Hospiz arbeiten, die haben ja ganz andere Verbindung zu, sonst könntest du es ja nicht, wenn du den Tod negativ sehen würdest, dann könntest du nicht im Hospiz arbeiten. Ja, um also Gottes das, Willen. Ja. Das wäre ja der Tod für dich so ungefähr, ne? Und ja, deswegen ist es ja so wichtig, dass man so diese andere Seite mehr zeigt und auch selber sich damit auseinandersetzt. Ich meine, ich verstehe, dass du bist auch noch relativ jung, gell? Oder? Also früh erkrankt. Ja, also ich bin, oh Gott, jetzt muss ich schon nachziehen. mit 33, genau, war das bei mir soweit. Ja. Das ist natürlich. Ach, darf ich dich auch nochmal was fragen? Sicherlich. Wie hast du für dich den Zugang dazu gefunden, da irgendwie so Frieden mitzuschließen? Also am Anfang war das wirklich so, da war das eher so dieses Extreme, dass ich dann echt mich schon tot gesehen habe, so Beerdigung, eher so das Negative, ne? Also so voll rational. Und dann bin ich ja auch durch diese Erkrankung einen Prozess gerutscht, habe mich ja auch mit vielen, mit spirituellen Büchern auseinandergesetzt oder mit Geschichten, mit Heilungsgeschichten auch um den Tod. Und dadurch einfach, auch durch diese Nahtoderfahrung und sowas, das war mir jetzt auch nicht neu. Also das war schon mal so ein Thema in meinem Leben, aber nicht so intensiv. Und ich habe mich da halt auch mit auseinandergesetzt. Ne? Also gerade mit diesen Geschichten, wie du sagst, das Friedvolle. Ich habe auch mal ein Buch Palliativmedizin gelesen, vom Palliativmediziner. Aber gut, das habe ich nicht zu Ende gelesen, das habe ich als Hörbuch, weil das war mir dann teilweise zu viele auch Negativbeispiele und das wollte ich nicht hören. Also, also jetzt ging nicht ums Tod, sondern mir das die Serie im Kopf und sowas. Weiß ich noch, das war jetzt nicht das, was ich hören wollte. Also ich kenne mich so mit mentalen Training auch aus und ich fokussiere mich auch eher auf das Gute, ne? Oder auf das Realistische auch. Ja. Also weil das ganz wichtig ist. Ich meine, ich weiß nicht, was kommt, aber einfach hinzunehmen, wir sterben auch alle mal. Genau, und genau, aber das geht mir auch so. Also ich muss schon gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, ne? Ja. Und mich von diesen Dingen, die mich dann doch irgendwie belasten könnten auf irgendeine Art und Weise, dass das ganz wichtig ist, ne? Dass man sich da fernhält. Ja, auf jeden Fall. Also das Wichtigste, und was ich gelernt habe und immer noch lerne, das ist ein lebenslanger Prozess, ist wirklich auf sich zu hören, in sich zu hören, sich selber wahrzunehmen und auch sich selbst zu lieben und Selbstakzeptanz, alles, was dazugehört, das ist auch total wichtig. Ja. Ich bin jetzt auch so jemand, ich sehe das ja auch so Körper, Geist, Seele, also muss jeder für sich so sehen. Ich sehe das aber auch so, dass der Lungenkrebs ein Teil von der Erkrankung ist, für mich auch die Seele oder die Psyche, also ganz sicher. Und das habe ich, das arbeite ich auch auf oder habe auch schon vieles aufgearbeitet und habe auch gerade so durch Mentaltraining oder auch spirituelle Arbeit, kann man sagen, das erst verstanden, was so in meinem Leben so schiefgelaufen ist, ohne da ein Mitleid oder was wäre. Ich sehe das jetzt inzwischen auch so. Es ist gut, was passiert ist, es hat alles seinen Sinn, so sehe ich das ja. Oh ja, wenn man da an diesen Punkt kommt, ne, wo man selbst aus so einer Geschichte irgendwie noch was Gutes ziehen kann. Ich glaube, dadurch ermöglicht man sich selber einfach so ganz viel. Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube auch an die Selbstheilungskräfte dadurch. Also ich habe so viel gelesen, ich mache da so viel in der Richtung. Ich bin jetzt ein großer Fan von Dr. Joe Dispenza. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber kennst du gar nicht, komisch. Den kenne ich nicht. Nee. Ja, dann googelst du den mal. Das ist auch ein Amerikaner. Den habe ich schon öfter erwähnt, der erklärt das halt einfach wissenschaftlich auch, ne, was da passiert und was passieren kann. Und der kennt ja auch viele Selbstheilungsfälle. Das ist auch mal immer ein anderer Weg. Aber geht auch ins Spirituelle, weil wenn du zum gewissen Punkt kommst, dann wird es spirituell. Weil ich halte mal, das Spirituelle ist all das, was du einfach nicht mehr erklären kannst. Das ist ein anderes Feld, sage ich mal. Oh ja. Darum geht es ja auch. Ja. Und manche haben die Erfahrung da drin, manche noch nicht. Und du kommst dann mit Meditation dahin, du kannst auch anders hinkommen, was weiß ich. Ich wähle auch eher den Weg der Meditation. Ich gehe den,
Aber wie gesagt, mal viele Wege führen nach Rom, aber dass diese Auseinandersetzung damit oder gerade auch mit dem Tod oder mit seinem eigenen Leben, ich finde das sehr, sehr wichtig. Und ich bin nicht so ein Fan von der Psycho-Onkologie, weil da wird alles mehr für mich so tot geredet. Ja, Mentaltraining, du machst das mal in Corner, ist ja wieder eine ganz andere Ecke. Ja. Ganz andere Arbeit auch. Ich mache jetzt selber eine Ausbildung zum Mentalcoach. Also das ganze systemische Coaching verstehe ich ja jetzt auch erst. Toll. Ja, ich habe ein ganz, ganz tolles Tool. Also für mich wirklich das Wertvollste, was ich bisher kennengelernt habe. Sagt dir EFT was? Kenne ich auch. Das habe ich gelesen bei dir. Ja. Da wollte ich auch noch drauf eingehen. Ja, also ja, kenne ich natürlich. Gerade jetzt, so was das Thema Akzeptanz und so angeht, also war das einfach der absolute Game Changer für mich, weil ich kenne das auch selber noch gar nicht so lange, aber ich habe in so einer tollen Doku, wo es eben auch um Selbstheilungskräfte geht und so. So wirklich so eine ganz, ganz tolle Doku. Da wurde das so vorgestellt. Und ich war gleich so begeistert und wollte darüber irgendwie mehr erfahren und hatte dann das Glück, dass es hier in Hamburg so ein Ausbildungszentrum gibt. Und habe diese Ausbildung gemacht und eigentlich ja nur, um mit meinen Ängsten umzugehen. Also diese Angst vorm Sterben halt. Mhm. Deswegen wollte ich das machen. Und ich war mir gar nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich auch wirklich so effektiv ist, wie ich es mir vorstelle. Aber ich war auf jeden Fall neugierig und total überrascht, dass das so funktioniert. Und ich konnte seitdem... Also klar begleiten einen Ängste ab und zu so, aber es geht nicht mehr so tief. Und EFT ist auch eine Art, dagegen anzugehen. Und das darfst du auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, willst du es noch kurz erklären, EFT? Ich kann das schlecht erklären. Ich war auch mal im Seminar, ich habe auch das live mehr erlebt, wie man da einwirken kann. Hab das auch selber mal bei mir gemacht, aber das ist nicht so das, was mich so anspricht. Mhm. Ja, ich meine, letztendlich... Ich finde es eine gute Arbeit auf jeden Fall. Du brauchst ja immer so deins, ne? Ja, na klar. Wo du irgendwie warm wirst. Ja, absolut. Und jeder hat natürlich letztendlich auch einen eigenen Zugang zu Dingen, ne? Aber ja, genau. Also EFT, die Klopfakupressur nennt man. Emotional Freedom Technique. Und im Prinzip ist das sowas wie die Akupunktur für die Psyche, wurde vom einem Amerikaner Gary Craig in den 90er Jahren so entwickelt, die Methode, die basiert aber auf dieser Annahme, dass der Mensch eben verschiedene Systeme hat, wie das Lymphsystem, das Nervensystem, Blutkreislauf und eben auch dieses Energiesystem. Mhm. Dass man so ja auch so aus der traditionellen chinesischen Medizin kennt. Und genau, und da geht es halt darum, dass diese Energiebahn, die wir in unserem Körper haben, ins Stocken geraten können, wenn wir einfach so eine nicht so schöne Erfahrung in unserem Leben machen. Und dass dadurch dann so ungünstige emotionale Verhaltensmuster entstehen können. Und genau, mit dieser Klopftechnik kann man diese Blockaden eben auflösen. Und ich finde immer, das hört sich immer zu schön an, um wahr zu sein, aber also funktioniert es halt. Und also es gibt halt so ein paar ganz bestimmte Punkte, die man so aktivieren kann und die man klopft, während man sich irgendein Problem, das man verändern möchte, aufsagt. Und während man jetzt zum Beispiel, also bei mir war es, ich habe Angst, zu früh zu sterben. Ich sage mir dann, klopfe diese Punkte und
ist jetzt irgendwie so ohne Videofunktion so schwer zu erklären. Ja, genau. Ja, ich weiß, es ist von oben bis, es gibt so Punkte vom Scheitel bis unterhalb der Brust. Genau, gell? Und dann das Handgelenk oder auch die Finger, es gibt ganz viele. Da fängst du an, ja. Genau, genau, also die werden aktiviert und währenddessen spreche ich mir erstmal einfach so oder halte mir das Problem vor. Und während ich klopfe und mir dieses Problem vorhalte, verändert sich die Reaktion von meinem Gehirn oder vom Angstzentrum. Und genau, also die Stressreaktion verändert sich eben da drauf. Und man reagiert eben so ganz anders. Und das ist einfach, echt richtig, richtig toll. Es löst viel, es kann viel lösen, ne? Also Also sonst auf YouTube kann man sich da auch genügend Videos anschauen. Ja, also das ist jedes echt, Thema. Ist eine super, super gute Technik, auf jeden Fall. Ja. Sollte man unbedingt mal ausprobieren oder einen Workshop machen, also wer da echt Probleme hat, weil ich glaube auch, das greift so mehr auch wieder das Unterbewusstsein an. Ja. Wie auch immer. Ja. Also ich habe es ja echt erlebt und wenn du das auch selber erzählst, und das ist immer das, wenn man von was überzeugt ist und wenn man die eigene Erfahrung positive gemacht hat, dann möchte man das ja auch gern weitergeben und wird man dann selber Lehrer, gell? Ja, absolut. Ja, genau. Und nachdem ich dann eben gemerkt habe, dass das wirklich einfach so gut funktioniert, dachte ich, okay, das wäre jetzt schön blöd, wenn ich das für mich selber behalte. Das muss halt so in die Welt getragen werden und habe das dann erstmal so in meinem Freundeskreis getestet und habe dann einfach immer wieder gesehen, wie schnell das wirkt. Und genau. Deswegen habe ich dann auch angefangen, das so auf meinem Blog vorzustellen und mache das jetzt auch in meiner Arbeit. Und machst du das auch regelmäßig? Also was mich immer interessiert, alles, was ich so lese und höre, auch so das Positive, ich bin ja so ein Denker dann wieder, auch beim Spencer denke ich mir oft, ja gut, super, die sind geheilt, alles ist möglich, ganz schnell. Aber wie sieht es dann nach ein paar Monaten aus oder nach ein paar Jahren? Also hast du bei der Technik das auch so erlebt, dass du das dann regelmäßig wieder machen musst, erneuern, erfrischen oder geht es dann in die andere Richtung? Da kommen wir haben ja immer irgendwelche Ängste oder Probleme, die dann aufpoppen oder Gefühle. Ja. Das ist ja nicht so, dass es dann länger weg und kommt dann wieder manchmal wieder und dann weißt du sofort, aha, jetzt mache ich das so und so oder wie wirkt sich das aus? Also es ist wirklich ganz unterschiedlich und ich glaube, das kann man einfach nicht vorhersagen. Also ich merke dann manchmal, okay, da ist auf einmal wieder so ein bisschen was und dann lege ich nochmal so ein paar Klopfrunden ein und dann ist wieder gut. Manchmal bei anderen Themen reicht es auch, wenn ich das einmal mache. Es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Kann man auf jeden Fall in jedem Bereich machen. Ja. Ob es Arbeit ist oder was weiß ich, es geht nicht nur bei Krebs, oder bei Ängsten. Ja, man kann sich auch so Traumata, glaube ich. Ja, wirklich bei wirklich allem. Und Glaubenssätze kann man dadurch verändern. Man kann sogar auch so ein bisschen so auch an körperlichen Dingen arbeiten. Ich habe zum Beispiel, wurde ich künstlich in die Wechseljahre versetzt durch meine Geschichte, durch meine Krebsgeschichte und habe halt mit Hitzewallungen jetzt ordentlich immer zu tun oder hatte. Mm-hmm. Und ich habe dann im Internet. Jetzt hast du schon einiges verraten, worüber du nicht so reden wolltest und wenn du es nicht willst, akzeptiere ich das auch. Das ist ja alles okay, aber ich. Schon klar, das hört jetzt jeder raus. Also ich finde das ja toll, wenn ich zeigen kann oder erzählen kann, dass das einfach, was man damit alles so verändern kann. Genau, Hitzewallung, aber auf jeden Fall, genau, die Hitzewallung habe ich damit behandelt und seitdem, klar sind die nicht ganz weg, aber ich habe sie echt nicht mehr oft und es ist jetzt viel, viel aushaltbarer. Aber das ist super. Also kann man also ausprobieren. Das ist ein guter Tipp, weil ich meine, Hitzewallungen quälen viele Leute und gerade wenn sie Brustkrebs hatten und hormonpositiv, glaube ich, oder was weiß ich, auf jeden Fall diese ganzen Hormone nehmen müssen, dass die schon künstlich im Wechsel sind, dann ist das ein guter Tipp. Oh ja, echt super. Ja, es gibt. Du bist in Hamburg, machst du das, gell? Genau. Bietest du auch Kurse an? Also doch schon, oder? Also erwähnst du es wenigstens auf Insta. Genau, also ich biete halt so Online-Coachings auch an. Ne? Ich finde das an sich immer schöner, wenn man sich gegenüber sitzt, so. Aber manchmal ist das ja einfach nicht möglich und dann geht es auch über einen Bildschirm. Okay, super. Ja.
Ja, jetzt im Moment sind wir eh dran gewöhnt, dass alles über den Bildschirm geht. Also von dem her. Ja. Kann ich. Energien sind überall. Ja, aber ich finde das einfach so spannend, irgendwie zu wissen, dass es so viele tolle Methoden gibt, ne, an denen man sich so bedienen kann. Und ja. Die so unbekannt sind, gell? Ja, absolut. Wenn ja. du dich da nicht beschäftigst, definitiv. Ja. Deswegen, ich habe das eigentlich auch vergessen. Ich kenne es natürlich wieder über Laura Marlina Seiler das erste Mal, aber ich habe, als ich mal so einen Healing-Kongress teilgenommen habe, da war ich in so einem Seminar von Amerikaner. Nein, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Der hat das halt mit uns gemacht. Du sag mal, was hast du denn noch für Techniken oder kannst du empfehlen? Oder wer überhaupt deine Erfahrung mit dem Brustkrebs ist erzählt, dass du da immer locker flockig schon unterwegs warst und dann dich erst danach so ein bisschen reflektiert hast, wie kann das sein, dass ich da so mit umgehen kann? Ich habe es zwar auch schon gehört, weil manche sagen so, die gehen in die Chemo und haben das eher so gesehen, das kannst du auch visualisieren, das ist jetzt mein Lebensretter. Ne? Also nicht so dieses Anti dagegen, das ist alles schrecklich, sondern positiv. Das ist auch schon eine mentale Kraft, so ganz einfache Sachen. Ja. Bist du da? War das so dein Weg oder noch spezielle Techniken dann diesbezüglich? Ach, je. Nee, also ich würde sagen, dass das schon einfach so meine Grundeinstellung zum Leben, ne, da mir einfach ganz viel geholfen hat. Und ich weiß noch, als ich da saß und die erste Chemo bekommen habe, und da habe ich mir dann auch so ganz bewusst gemacht, okay, diese Medizin, die jetzt gleich in mich so einfließen wird, ist jetzt mein Verbündeter, ne? Mhm. Und die heiße ich jetzt bei mir herzlich willkommen, so dass wir als Team hier gut arbeiten können und dem auch Krebs. Schon das, so das Visualisierte halt. Ja, absolut. Ja. Und also. Ja, also ich bin das alles aber sehr ganzheitlich angegangen und habe ganz viel Energiearbeit während der Zeit gemacht und hatte aber auch einfach ganz viel Unterstützung und viele Leute, die mir gezeigt haben, wie sehr sie mich lieben. Und das war einfach total schön zu sehen und ja und irgendwie so eine Reise gibt einem ja auch einfach die Möglichkeit, nochmal alles trotzdem nochmal so von einer ganz anderen Perspektive so zu betrachten. Ne? Und, und das fand ich irgendwie total schön und das habe ich bis heute. Also, dass ich wirklich so voll im Jetzt bin. Und ich meine, letztendlich weiß niemand, was morgen ist. Ne? Ja. Aber durch so eine Erfahrung, glaube ich, wird man dann nochmal mehr so ein bisschen hingetrieben. Ja, natürlich. Ich meine, du wirst ja mit so einer Krebserkrankung mit dem Tod konfrontiert. Ja, ja. Es ist natürlich auch die Versinnbildlichung von Krebs, weil inzwischen kann man ja auch viel machen, ne? Also es ist ja immer noch so, Krebs gleich Tod. Das ist ja so auch so festgenagelt in unseren Köpfen. So war das bei mir auch. Also ich dachte erstmal, ich sterbe. Das war genau. Meine erste. Der erste Gedanke. Ja. Ja. Weil ich hatte auch bisher nur unschöne Erfahrungen eben mit dieser Krankheit gemacht und kannte niemanden, der das überlebt hat. Oh, und, das natürlich auch. Ja. Und eben so kurz davor eben auch mein Vater. Und deswegen war für mich erstmal, ich wusste so auch so wenig darüber. So, ne? Ich hab mich da so gar nicht so mit auseinandergesetzt. Und man geht ja auch nicht davon aus, dass einen selber das so trifft. Und plötzlich ist natürlich es dann da nicht. Und der Boden wird einem unter den Füßen weggerissen. Und ja, ich brauchte da dann erstmal so eine Weile. Und ich glaube, ich habe erstmal 2 Wochen irgendwie fast nur geschlafen und geweint. Ja. Und meine Mutter sagte mir, du musst dich jetzt aber auch wieder gerade hinstellen und du musst ins Leben und so. Und ich meinte so, nee Mama, ich brauche das jetzt erstmal. Ich muss das jetzt erstmal alles rauslassen. Ja, und ja, ist auch gut so. Ja, und ich war so erschöpft und ach je, ja. Ja, und dann Du hast ja gesagt, aber du kanntest so negative Fälle, gut, jetzt auch bei Älteren, aber du bist da genauso rangegangen, wie ich das auch kenne. Ich habe dann auch mit einer Ernährung angefangen. Also mich zu beschäftigen mit der Ernährung. Ist das lustig? Also irgendwo, dass man doch denkt, ich muss jetzt was tun. Ja. Also dass man sich nicht nur der Arzt und die Götter in Weiß, sondern da rührt sich was in dir,
was kann ich tun? Und dann fängst du mit der Ernährung an und dann kommt das eine zum anderen. So ist es doch ein bisschen, oder? Wenn man sich selber anfängt, damit auseinanderzusetzen. Oh ja. Also nicht nur die Hoffnungen in Arzt legt und in die Medizin, sondern sagt, wie kann das sein? Was steckt da noch dahinter? Was gibt es noch? Ja, unbedingt. Weißt du? Man will ja irgendwie selber aktiv werden, ne? Und selber da noch Einfluss auch drauf haben oder das unterstützen alles irgendwie. Ja, und dass die Ernährung ja auch echt einfach super. Also ich habe mich da so noch nie wirklich so intensiv mit auseinandergesetzt. Und ich glaube, hätte man mir ein paar Monate vor meiner Erkrankung erzählt, dass ich irgendwie vegan leben würde in kurzer Zeit, hätte ich so jedem einen Vogel gezeigt. Ja, vegan hat ja auch noch so ein Klischee, ne? Also von dem her. Ja, und nicht nur vegan. Ja. Ich habe dann nicht nur vegan gelebt, sondern basisch, ne? Ein halbes Jahr. Ja, obwohl, das ist ja ziemlich nah, oder? Ich finde, hast du auch ketogen vegan gelebt? Nee. Ketogen nicht, nee. Okay. Aber basisch, also ich musste halt zusätzlich, man kann sich ja vegan ernähren und trotzdem super ungesund irgendwie, ne, so leben. Das stimmt, ja, wenn man Zucker und künstliche Mittel, also es gibt ja auch vegane künstliche Produkte, klar, kannst du logisch. Genau, und bei der basischen Ernährung, sind halt alle verarbeitete Produkte sozusagen verboten oder zumindest nur zu einem ganz kleinen Anteil, aber ich habe das wirklich so rigoros alles weggelassen und und dann kam aber die Adventszeit und die Leute um mich herum hatten irgendwie Angst, dass meine Tochter zu kurz kommt, was Schokolade angeht und steckten immer so von links und rechts was zu. Und dann habe ich einmal den Fehler gemacht und habe ein Stück Schokolade gegessen. Dann war es um mich geschehen. Also wirklich. Also das kenne ich, das Problem. Ich konnte nicht mehr anfangen. Ich war da auch noch in der Chemo und dann gab es tatsächlich Tage, da habe ich mich nur noch von Schokolade ernährt. Aber weißt du, soweit bin ich auch gekommen. Ich habe wirklich auch alles mit Ernährung gemacht, ne? Mhm. Und weiß da wirklich auch wahnsinnig viel. Und ich bin da jetzt aber auf den Trichter gekommen irgendwann, weil es gibt ja auch diese Extremgurus, ne? Wenn du das isst, bist du selber schuld und so. Bin ich ja vehement dagegen. Ja. Aber da sehe ich auch, wie das mentale Ich, wenn ich Lust auf was habe, also selbst, manche brauchen die Selbstkasteiung. Das ist für den der Strohhalm. Ja. Also jeder Mensch ist anders, auch da. Aber wenn man mal aus Lust hat, finde ich auch, da soll man da auch einfach reingehen. Ich meine, ich esse auch kein Fastfood und das, aber diese Schokolade, das mit dem Zucker, mir geht's genauso. Ich habe jetzt auch überdurchschnittlich viel gegessen und so, also wo ich auch sage, jetzt muss wieder aufpassen, aber mir geht's auch vor allen Dingen darum, dass ich nicht diese künstlich zubereiteten Lebensmittel nehme und darauf achte, was ist denn da drin und so weiter. Also das habe ich jetzt vorher auch nicht exzessiv gemacht, als junger Mensch vielleicht, aber dass man einfach viel bewusster umgeht mit den Sachen, auch bei den süßen Sachen. Oh ja. Schokolade achte ich schon drauf. Aber ich habe auch, meine Familie isst normale Milka-Schokolade, habe ich mir auch schon eine reingezogen. Das ist halt einfach so. Und dann ist es gut und man muss es halt einfach genießen. Das Schlimmste ist immer die Selbstkasteiung. Und wenn man sich selber bestraft, dann kann das nicht gut sein für den Körper. Ja. Und das Beste ist noch, ich bin ja wirklich vegetarisch. Von vegan bin ich schon auch vegetarisch, weil vegan war mir einfach, also das Ketogen vegan zu viel. Ich bin so ein Mischmasch, mache ich eigentlich. Und dann habe ich jetzt diese Nutrigenomik. Hast du davon schon mal gehört? Nee, was ist das? Nee, ist auch super interessant. Das ist ja auch, da habe ich auch ein Podcast-Interview, weil da bin ich auch in so einem ganzheitlichen Krebsbuch drüber gestolpert. Das ist ja so eine genetische Analyse. Und dann kannst du sehen, wie verwertet, also eine junge Wissenschaft, kommt natürlich aus Amerika, wie verwertet der Körper eigentlich die ganzen Nährstoffe, verwertet die nicht. Aha. Und das habe ich, weil das ist mich, und das ist genau das, was ja auch mal so meine These ist als Laie. Ich habe ja auch nicht studiert in der Richtung oder Medizin, dass jeder Mensch und Körper anders ist. Das heißt, also schon genetisch ist es so. Mhm. Und bei mir ist zum Beispiel, ich sollte Fleisch essen. Natürlich esse ich Biofleisch. Also ich esse auch keine Wurst, aber in Anführungszeichen, es geht ja auch mit der Fleischproduktion. Wir sind ja nur in so einem katastrophalen Zustand, weil die Menschen zu viel Fleisch essen. Ich meine, wenn du weniger Fleisch isst und gut verarbeitetes Fleisch, ist es ja wieder eine ganz andere Nummer. Und ich brauche zum Beispiel Fleisch, kam da raus, unter anderem. Da kam noch mehr bei raus, also auch mit Nährstoffen und Mikronährstoffen. Ich weiß ja nicht, wie du dich damit beschäftigst. Wie heißt das, diese Ernährungsform? Nutrigenomik. Nutrigenomik. Hör dir mal die Folge an. Ja. Das ist sehr interessant. Eine ganz interessante Wissenschaft, ganz interessante
interessantes Thema. Ja. Ja, aber und in die Richtung wird es immer mehr gehen, auch bei der Behandlung von Krebskranken, also auch die Epigenetik oder so. Hast du schon mal von der Epigenetik gehört? Na klar. Ja, das weißt du auch, genau. Und weißt du schon, dass die Pharmaindustrie davon redet? Ach ja, tatsächlich. Ja, das weiß ich auch erst neuerdings, sogar auf der, du kannst es auf den Seiten finden, weil ich habe so ein, ich kenne das auch mehr so aus, ich kenne den Amerikaner, der fällt mir nicht ein, aber auch erst vom Spirituellen her, die Epigenetik. Mhm. Und das ist aber in der Wissenschaft auch angekommen. Und da bin ich neulich über einen Bericht gestolpert und dann, oh, sind doch schon so weit. Das wusste ich auch nicht. Ja, ja, aber um noch einmal kurz darauf zurückzukommen, dass man sich dann auch so was gönnt. Bin ich wieder abgeschweift. Ich, das ist meine Art. ich finde das so unglaublich wichtig. Also ich meine, ich denke mir halt, also ich trinke auch viel weniger als vorher, aber ich trinke auch trotzdem ab und zu ein Glas Wein, weil ich mir halt auch einfach denke, so, ja, wenn ich dadurch eine gute Zeit habe, dann stärkt mich das auch auf irgendeine Art und Weise, ne? Und dann stärkt es auch mein Immunsystem. Und wenn man da einfach so bewusst rangeht und schaut, ne, dass man es halt nicht übertreibt, aber sich einfach was Gutes tut. Ich denke mal, stärken. Ja, das Positive sehen. Ja. Weil ich denke aber auch so oft mal, wie viele ernähren sich wirklich krass, richtig ungesund. Wie viele? Ja. Ich habe zum Beispiel Lungenkrebs. Weiß auch noch keiner, setze ich mich jetzt auch für ein. Deswegen muss ich das mal erwähnen. Immer mehr Frauen, immer mehr Nichtraucherinnen. Also, weiß auch keine Sau. Entschuldigung, aber wie viele Raucher gibt's und die kriegen keinen Lungenkrebs? Mhm. Also das musst du ja auch prozentuell sehen. Also das heißt ja auch, es gibt diesen genussvollen Raucher und auch Trinker. Also nicht, dass ich jetzt für Alkohol bin und Rauchen Werbung machen will, aber jeder Mensch ist da anders. Ja. Also da immer zu sagen, das bringt dich um. Nein, das ist was Ganzheitliches. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Unbedingt, ja. Und das Mentale definitiv. Ja, genau. Solange das, da man da dann auch noch irgendwie gut auf sich Acht gibt. Ne? Ich glaube halt immer, kritisch wird es dann, wenn man ganz gesund, ungesund lebt und dann auch noch eine nicht so hilfreiche Denkensweise hat oder Stress permanent ausgeliefert ist. Ne? So diese Kombination. Absolut. Ist dann genau. Schlecht oder Stress oder Traumata oder was auch immer. Natürlich. Ja. Aber so lebensfrohe Menschen, also nicht, dass die du kannst auch lebensfroh sein und trotzdem an Krebs erkranken. Ich meine, keiner weiß so richtig, auch die Genetik spielt da eine Rolle oder was auch immer. Mhm. Ich meine, also ich bin da ja auch so ein Beispiel. Also ich bin ja so ein lebensfroher, positiv eingestellter Mensch und habe es trotzdem bekommen. Aber ich hatte auch vor 4 Jahren eine Phase, wo ich noch in den USA gelebt habe und gerade so dabei war, wieder nach Deutschland zu ziehen, in der ich so dermaßen Stress ausgeliefert war, dass ich damals schon gedacht habe, wenn das nicht Krebs auslöst, dann weiß ich auch nicht, weil ich es nicht kontrollieren konnte. So. Also, und das ist dann genau so dieser Punkt, ne? Dass man einfach so gut auf sich Acht geben muss, auch einfach psychisch gerade. Ja. Auf jeden Fall, klar. Ja. Also Stress sowieso oder ich sage auch Traumata. Also wobei sogar da, man denkt ja viel über den Krebs nach, woher, wieso, weshalb, warum. Und es gibt ja auch viele Leute, die haben die haben so viel Stress und kriegen trotzdem, also nicht, dass jetzt Gott, also man muss aufpassen, wie man sich ausdrückt, aber du weißt, was ich meine. Du meinst, also nicht mal da kann man sagen, ja, wenn du Stress hast, dann kriegst du Krebs. Ja. Also das stimmt auch irgendwie nicht. Dann gibt es auch wieder diesen positiven Stress und negativen. Aber was du jetzt erzählst, ich meine, das ist dann wieder auch so eine selbsterfüllte Prophezeiung, oder? Wenn man selber Angst hat, so jetzt habe ich so viel schlechten Stress, wenn da mal nicht was passiert, oder hast du es danach erst gedacht? Knurrt dein Magen oder hast du einen Kater? Oh, nee, oh Gott, hört man das? Das ist mein kleiner Hund, der neben mir. Ach so, ja, die hört man immer wieder. Ich weiß überlegen, hast du Hunger? der wird gerade gestreichelt und geht's gut. Ja, das hört man. Ist ja nicht schlimm, aber ich wollte es nur wissen. Guck mal, vorher leg du dich mal auf die andere Seite. Verscheuch nicht den Hund. Jetzt ist das Rätsel aufgelöst. Ja, ich höre sowas ja gar nicht mehr. Genau. Ja, und da ist es auch wieder so toll, einfach, ne, was so ein kleiner Gefährte auch irgendwie wie ausgleichen kann, ne?
so ein kleiner Hund. Ein Tier? Ja. Du hättest, ja. Absolut. Ja. Denken sich jetzt gerade viele in der Corona-Krise. Hoffentlich landen die nicht alle im Tierheim. Na, aber ich weiß, ein Tier natürlich ist ja auch ein sehr sensibles Wesen. Die spüren ja. Oh ja. Auf jeden Fall. Die spüren viel. Aber ja, ich habe aber keinen Hund und auch keine Katze. Ich hatte aber mit dem Hund, hatte ich auch schon überlegt, weil ich viel im Wald bin. Bewegung ist ja auch ein ganz großer Faktor. Ja. Zu diesem ganzheitlichen, gell? Mentales, Ernährung, Bewegung, was noch? Was haben wir noch? Was würdest du denn noch vorschlagen? Was würdest du denn sowieso, was würdest du denn jeden, der mit Krebs konfrontiert, was ist denn deine Herangehensweise oder dein Ansatz, was würdest du jetzt jemandem denn empfehlen? So wie du von deiner Erfahrung heraus. Ja, also ich würde in erster Linie versuchen, einfach so ein gutes, festes, positives Mindset zu entwickeln. Ich glaube, dass das so wichtig ist und so heilungsfördernd. Und da würde ich einfach dran arbeiten. Und ich weiß, dass das für viele Menschen so unglaublich hart ist, da so sich in die Richtung vorzubewegen. Aber es ist einfach so wichtig. Und man muss immer... Ich glaube, man darf da nicht so eine große Erwartungshaltung irgendwie an sich selber haben und irgendwie so viel ganz schnell irgendwie schaffen wollen und verändern wollen, sondern man muss da ganz doll darauf achten, dass man immer kleine Schritte in die Richtung irgendwie tut, damit man es nicht komplett sein lässt nach kurzer Zeit. Ne? Ja. Hast du da irgendwelche Buchempfehlungen oder hast du auch damals Bücher gelesen oder hattest du einfach deine Erfahrung schon? Weil es geht ja oft so, ich meine, man wird ja, du weißt ja, wie du es sagtest, wie ich es auch weiß, dir wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Und meist geht das ja auch ganz schnell schon los mit der Biopsie und mit der Chemo. Mhm. Man muss ja erstmal selber zu sich finden und dann Step by Step, weil den ersten Schock muss man so oder so auf seine Art überwinden, wie du das halt so schön gesagt hast. Du hast halt geweint, zwei Wochen dich eingeschlossen. Jeder soll da ja seinen persönlichen Weg finden, oder? Siehst du doch auch so. Unbedingt. Sowieso immer bei allem, ne? Also ich glaube, erstmal einfach alle Gefühle zulassen, ne? Fühlen und durchleben und bloß nicht irgendwie zur Seite schieben, weil dann sind sie ja trotzdem noch da und irgendwann suchen sie sich halt ihren Weg, ne? Und deswegen unbedingt einfach fühlen, was da ist. Das finde ich so unglaublich wichtig. Und und dann irgendwann muss man sich aber auch sagen, okay, und jetzt, ne, was ist jetzt? Jetzt, in welche Richtung möchte ich mich jetzt fortbewegen und was möchte ich verändern? Und jetzt muss ich mich auch mal gerade hinstellen und gucken, dass ich was für mich tue und was verändere. Und und dann muss man halt irgendwie ganz viele schöne Momente auch so in den Alltag einbauen, auch wenn man da irgendwie dadurch so eine harte Therapie muss. Aber gerade deshalb muss man dann ja auch irgendwie gut auf sich achten. Und man kann trotzdem noch viel Spaß haben. Genau, und das finde ich auch so wichtig. Und auch wenn man da durchgeht, darf man sich erlauben, Freude zu erfahren. Ne? Und glücklich zu sein. Auf jeden Fall. Egal, was ist. Ja, das sicher. Bist du auch ein Fan vom Schreiben? Also würdest du auch sagen... Weil wir schreiben ja im Alltag, also das ist ja auch so ein Training, so Journaling oder so, aber wenn du so eine Diagnose hast, dass man, also Schreiben hilft ja auch sehr, oder? Würdest du es auch so als Tipp geben? Also ich glaube, dass das immer ein super gutes Tool ist. Es ist jetzt nicht mein Tool. Ich schreibe nicht so gerne. Ja. Ich auch nicht. Ich meine, es ist auch nicht unbedingt, aber für viele. Für viele auf jeden Fall. Also ich denke halt, das muss halt raus. Und also ich bin eher so jemand, ich rede dann da gerne drüber mit Leuten, die mir nahe sind. Aber das tun ja einige nicht. Und für die ist dann Schreiben einfach super, ne? Einfach, egal wie, es muss einfach alles raus, ja. Ja, auf jeden Fall. Du hast mir jetzt aber nochmal ein Stichwort gegeben, weil reden über alles. Konntest du mit deiner Krebserkrankung damals denn mit jemandem oder mit deinen Freunden drüber reden? Weil Krebs, deswegen mache ich ja auch den Podcast, ist ja ein wahnsinniges Tabuthema. Ich meine, es ist immer noch so anders natürlich, wenn man sagt, man geht jetzt durch Chemo und nach einem Jahr ist wieder gut. Ich kenne jetzt deine Prognose nicht oder deine Diagnose, aber trotzdem haben ja viele Menschen Probleme, darüber zu reden. Wie war da deine Erfahrung? Ja, also
Also eigentlich durchweg positiv, wirklich. Mhm. Also, okay. Ja, nee, also ich glaube. Ich merke schon, du hattest schon vorher das richtige Leben und die richtigen Leute. Ja, die habe ich mir gut ausgesucht, ja, das stimmt. Ja, das hast du gut gemacht. Nee, also wirklich, ich war, ich habe so viel Unterstützung erfahren und mein Freundeskreis hat sich so aufgebaut. Ich bin ja alleinerziehend, habe eine 7-jährige okay. Tochter und die haben sich so irgendwie aufgestellt, dass immer irgendjemand freimachen konnte, falls irgendwas war. Die sind nachts gekommen, wenn es mir nicht gut ging und haben hier übernachtet, haben meine Tochter aus dem Kindergarten geholt und es war eigentlich immer jemand da, wenn ich jemanden brauchte. Und das war wirklich unglaublich schön. Ja, ja, dafür bin ich einfach. Das gibt einem auch viel Kraft. Ja, ja. Dafür bin ich so eine Unterstützung. Ja, unglaublich dankbar einfach, dass ich so tolle Leute um mich habe. Ja. 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 Ach ja. Das ist ja dann auch, ja, erzähl. Nee, genau, wo ich von Dankbarkeit spreche. Wichtiges Thema. Genau. Erzähl. Genau, also ich muss sagen, dass Dankbarkeit in meinem Leben so mit die größte Rolle spielt mittlerweile. Und es ist einfach, ich weiß einfach so ziemlich alles zu schätzen. Ne? Ob es regnet, schneit, die Sonne scheint, es ist eigentlich egal, weil ich bin immer froh, am Leben zu sein. Ich bin froh, es zu spüren und zu sehen und die Natur und sowieso einfach alles. Ja. Ja. Aber das ist das habe ich auch gelernt. Also gerade Dankbarkeit, ganz wichtiger Faktor. Ja. Aber wie ist es denn gerade jetzt damit Covid? Wie gehst du dann damit um? Oder merkst du im Freundeskreis, dass sich alles schwer tun und du kannst besser damit umgehen? Mhm. Also nicht so ohne Werten zu sein. Ja, ganz genau so ist es. Genau. Ja. Also es geht immer mehr Leuten wirklich nicht so gut damit. Ne? Die Leute tun sich zu schwer und Und mir macht das einfach überhaupt gar nichts aus. Klar möchte ich gerne in Cafés sitzen mit meinen Freunden, abends in Restaurants sitzen und so. Aber es ist jetzt halt gerade einfach so und es wird auch wieder anders sein. Und ich denke mir halt einfach so im Vergleich zu dem, was ich davor durchgemacht habe, ist das, beeinträchtigt mich das nicht wirklich so im Sein. Ne? Ja. Ja, ja, ich glaube, das empfindet ich dir auch so. Alle, die ich interviewt habe in der Corona-Krise, die sehen das, glaube ich, alle so. Weil du schon ganz anderes Brainstorming hast. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Ich komme jetzt auch an meine Grenzen, aber ich bin richtig zurückgezogen seit März letzten Jahres. Mhm. Also ich habe mich richtig zurückgezogen. Mhm. Weil ganz du da krass, so drauf achten musst. Das natürlich auch, aber weil ich die Corona-Krise auch dafür nutze, vieles zu verstehen in meinem Leben und aufzuräumen. Mhm. Also das ist, und habe ich gesagt, das ist super. Also ich habe zu einer Freundin gesagt, andere gehen ins Kloster. Ich habe die Corona-Krise. Aber jetzt geht es schon teilweise. Aber ich sehe es auch so, ich kann ja dann mental damit umgehen. Ne? Ja, also das ist eben der Punkt. Nicht, also auch mal natürlich in ein schlechtes Gefühl reingehen, aber sich auch wieder auffangen und auf irgendwas fokussieren oder es auch mal, eine Langeweile mal zulassen oder was auch immer oder die Stresssituation. Aber klar, das ist auch Mentaltraining, da kann man viel lernen. Absolut. Mentalcoach ist sowieso der Zukunftsjob. Aber wissen nur die meisten noch nicht, aber schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall sieht man das ja schon an deiner Seite. Also die Leute suchen da immer mehr nach. Ja, hätte ich auch nicht. Du, Marie? Ja. Nee, erzähl noch. Ich dachte jetzt. Nee, ich sag nur, ich hätte diesen Blog, den wollte ich eigentlich schon so eine ganze Weile machen, aber ich habe mich immer nicht getraut. So. Ich dachte immer so, ich kann das nicht und so. Und ich glaube auch, also das ist auch so ein Geschenk, so, also durch diese Erkrankung, dass auf einmal ich so Sachen mache, die ich davor im Leben nicht getan hätte. So. Und das ist schön. Also mir wurden, sind ganz, ganz viele Ängste losgeworden, ne? Weil ich so denke, okay, was soll einfach machen? Und was soll mir denn schon passieren? Also ich habe dem Tod so nah ins Gesicht geschaut und was kommt da bitte ran, ne?
Ja, ein großes Thema, aber auch ein großes Thema. Mir geht es ja genauso. Ich meine, diesen Podcast wird es nicht geben. Also nicht nur, wenn ich die Krankheit nicht hätte, aber auch wenn ich, ich habe mich sehr mit Persönlichkeitsentwicklung am Anfang auch beschäftigt oder immer noch. Und da ist es auch ein Thema. Also einfach machen und Ängste loslassen und sich nicht bewerten lassen von außen immer. Ne? Also immer gucken, was sagen die anderen, was denken die anderen. Also es hat mich wahnsinnig viel Mut gekostet, aber inzwischen ist mir das wirklich alles egal. Und ich habe ja auch einen Erfolg. Das war mir aber gar nicht wichtig. Es war eine Herzensangelegenheit, aber sich zu trauen, das hätte ich früher auch nicht. Und ohne Sinn und Verstand, also ohne Plan. Und obwohl das auch meinem Naturell eigentlich entgegenkommt. Also ich bin kein großer Planer, ich bin Bauchmensch. Und das lebe ich halt auch immer mehr aus, auch durch die Krankheit. Und das ist so schön. Ja, ja. Und was ich dann da noch ergänzen würde, ist, dass man sich selber auch nicht so bewertet, ne? So? Ja. Sondern natürlich, ja, das ist noch schwieriger, aber gut. Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Weiß ich. Da kommen wir wieder in die Selbstliebe und die Selbstakzeptanz. Das empfehle ich auch immer weiter, aber ertappt mich selber immer daran, dass den inneren Kritiker, der ist ganz schwer. Aber der das kommt ist halt, wieder, aber ich glaube, das ist bei jedem ein lebenslanger Prozess. Ne? Ja, so. Absolut. Absolut. Bei jedem, ja. Kann ich dir nur recht geben und das ist spannend. Aber geht ja auch wirklich um Bewusstsein, ne? Das einfach schon wahrzunehmen. Ja. Und das habe ich mir ja auch antrainiert. Das ist ja das mit diesem mentalen Training. Ich meine, lesen kann man viel drüber, aber man muss es natürlich leben und verstehen. Und das ist Arbeit. Ja, tägliche Arbeit. Warum? Das muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass man da so einen Kurs macht und dann lebt man da so eingepackt in Watte und alles ist gut, sondern das geht genauso wie jedem, ne? Wir wissen nur, damit umzugehen und arbeiten da halt an uns. Ja, Heilung bedeutet Arbeit. Kontinuierliche Arbeit, ja. Ja, definitiv. Aber auch, um zufrieden zu sein. Ja. Weil Glück ist ja immer ein kurzer Zustand. Aber ist ja auch gut. Sonst wären wir ja nicht so zufrieden, weil wir kein Glück empfinden, wenn wir Dauerglück hätten. Ganz genau. Ja. Du, Marie, super spannendes Gespräch. Wieder ganz anders als sonst oder gedacht. Also ich denke mir eigentlich gar nichts dabei. Ich mache das ja alles spontan. Aber super spannend. Und ich wünsche dir auch weiterhin viel, viel Gesundheit und Erfolg. Vielen lieben mit Dank. Mit deiner Sache, die du machst und die du liebst. Ich sage nur weiter so. Und ja, schön, dich kennengelernt zu haben, kann ich nur sagen. Freut mich auch. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute. Ja, dank dir. Und alles Liebe. Ja. Und wer weiß. Ich sage ja immer zum Schluss, wer weiß, ob wir uns dann mal wiedersehen. Ja. Auf jeden Fall eine schöne Zeit und überstehe alles gut weiterhin. Ja. Also mit der Covid-Krise meine ich jetzt. Ach ja. Die Tage werden länger das und die Vorfreude ist groß. Na? Ja, genau. Bald gehen wir wieder raus. Absolut. Das geht jetzt schon aufwärts. Ach ja. Ja, schön. Ich freue mich und alles Liebe und Gute. Ja, dir dank auch. Dir.